here! Lass es sein. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt was nochmals durchsuchen muss. In einem Magazin und so weiter. Denk mal nicht. Sonst hätte man irgendwie, wenn man ein Achievement hätte. Really? Mit einem Schuss. Muss mehr die Deckung benutzen. Und leider ist das Ziel auch nicht so. Auch nicht so genau. Oh Mann. Ja, mach's jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß, du bist tot. Blinder Feuerkampf. So, das war's. Nun habe ich jetzt noch weniger Munition. Hier war ja gar nichts, ne? Hier war auch nichts. Hey, come on! Interessant, dass der manchmal durchstartet und manchmal auch woanders. Einfach halb tot. So. Und nicht anders. Du hast keine Munition? Doch. Da war Munition.
Lebt er noch? Der lebt noch. Sonst war ja nirgendwo was drin. Komm schon, wir müssen das schaffen. Was soll jetzt das für eine Scheiße sein? That was easy. Nee, eigentlich nicht. War der falsche Knopf. Stirb doch endlich! Was? Gut, ich habe jetzt meine ganze Munition verballt für diese zwei Vollidioten. Das hat mich gar nichts gebracht. Okay. Ich mach jetzt die Tür nicht nochmal auf. Was soll das? Was soll das? Hello, darkness, my old friend. Ja, ich bin traurig. Okay. Klassische Schwierigkeit ist halt echt schwierig. Hier gibt's echt nirgendwo ein Medipack. Schade und doof. In irgendeinem Ding muss doch hier Medizin sein. Irgendwo bitte. Renn! Hier auch nicht. Hallo. Ey, der trifft ja gar nichts. Der trifft ja gar nichts. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Null Munition. Ist da noch was in der Kiste? Natürlich nicht. Zwölf Schuss.
hat der eigentlich seine Waffe hier verloren? Hier gab es ja auch nichts. Auch keine Medizin, nirgends. Ich werde hier so sterben, immer wieder. Tommy Gun. Wo schießt er hin? Ich müsste das so durchgehen durchs Holz. Weißt du, ein Treffer und ich bin halb tot. Also ich bin schon halb tot, also ein Viertel tot. Noch der Typ mit der Tommy Gun, der lebt. Jetzt war's. Schnell hier rein. Der Hoffnung, dass hier gar nichts gibt. Danke. Was war denn das jetzt bitte? Einfach rein. Irgendwo muss es doch mal Medizin geben. Das kann es doch nicht sein. It's not what it looks like. Was? Wieso bist du hier gefesselt? Und niemand ist im Zimmer? Außer dir? Okay, nice Easter Egg. So doof. Gut. Ich lass dich mal in Ruhe. Deinen Fetisch ausleben. Brief an Morello. Sehr geehrter Herr Morello. Mr. Morello. Diese Person könnten von Interesse sein. Ich habe Ihre Daten, falls Sie sie brauchen sollten. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter. Hochrangige Beamte des Bundeszentralamts für Steuern. Der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens, Mitglied der Beschwerdekammer. Der Leiter der Prohibitionsabteilung beim LHPD. Außerdem mögen einige Geschäftspartner von Salieri unsere Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Interessen. Ihr ergebener Howard Davis, Manager Hotel Corleone. Ah ja, krumme Geschäfte machen.
Danke fürs Geld, das nehme ich gerne mit. Den Tresor würde ich auch noch gerne aufschweißen, aber das ist leider nicht möglich. Wie es mir scheint. Schade, schade. Brief an Frank. Sehr geehrter Mr. Coletti. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider musste ich Sie über das Ende unserer Abmachung informieren. Mr. Salieri war ein wunderbarer Geschäftspartner. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und seine weisen Ratschläge. Eine Rückerstattung von Mr. Salieris Investition liegt diesem Schein bei. Außerdem mehrere hundert Dollar aus Kulanz. Unsere Türen stehen immer offen, denn hier im Corleone vergessen wir unsere Freunde nicht. Ihr ergebener Howard Davis, Manager Hotel Corleone. Gut, dann let's make it boom. Oh shit. Natürlich die Cops. Wie immer. Damn it. Das Fenster. Jesus. Das schaffst du schon. Komm schon, Tommy. Kleiner Sprung. Oder auch nicht. I'm looking for